So Leute, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich erziele einen Kopfschuss mit einem Bogen. Das wird für manche eine harte Aufgabe. Aber ich kann euch einen Tipp geben. Auf jeden Fall geht in den Modus Gruppenkeile. Dann geht ihr hin. Und ich erstelle mir jetzt erstmal ganz schnell meinen Boom-Boom-Bogen, damit ich nämlich meinen Explosionsschaden auch noch endlich hinkriege. Mir fehlen nämlich noch, warte, lass mich lügen, 35 Punkte. So, dann also, ihr geht in Gruppenkeile rein. Am besten noch einen verbesserten Bogen, dass ihr mindestens einen blauen habt. Und jetzt müsst ihr darauf achten. Wo sind Leute auf dem Berg zum Beispiel? Leute, was war das denn? Ziel spannen sollte man den Bogen natürlich auch. So, jetzt achtet besonders auf Bäume. Und dann hier die Rampen. Die Leute werden einfach stur da oben drauf stehen. So, da des Weiteren kann ich euch einen Tipp geben. Ah, hier, ah, er fliegt natürlich auch weg. Wenn ihr auf dem Gegner drauf seid, der Po, seht ihr dieses Zucken? Das ist, wenn ich auf dem Gegner drauf bin. Warte. Ja, das wäre natürlich jetzt der Super-GAU, wenn mir hier der 150-Meter-Schuss gelingt. Aber ich bezweifle es. Aber halt, wie gesagt, da dieses leichte Zucken, das ist halt immer, wenn ich auf dem Gegner drauf bin. Daran erkennt ihr halt auch, dass ihr den so treffen könnt. Selbst wenn ihr quasi euch nicht sicher seid, bin ich drauf, weil der Bogen hat zwar die Flugkurve, aber wir kriegen das Endziel direkt angezeigt. Und ich habe hier irgendwie, warte mal, oder? Steht da einer? Steht da einer oder nicht? Da steht einer. Lol, ich Idiot. Genauso hätte ich ihn treffen können. Ei, ei, ei. Oh, ich glaube, da hinten steht noch einer. Ich sage ja, es gibt ja noch die 150-Meter-Schüsse. Ihr seht schon, der ist genauso im Campen. Man probiert halt wirklich, andere beim Campen zu sehen, indem man selber campt. Das ist halt echt nicht einfach. Hat aber auch viel mit Glück zu tun. Und dann muss natürlich noch der Headshot sitzen. Aber warte mal. Da seht ihr dieses Zucken? Das ist, wenn ich auf dem Gegner drauf bin. Ei, 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 ei. Na, das war nix. Oh, muss der Gegner, muss der jetzt da landen? Ich sag ja, also Headshots zu machen mit dem Bogen hat auch mit Glück zu tun. Ihr könnt natürlich auch den Nahkampf suchen, aber es wird natürlich noch schwieriger. Aber ich denke mal, so konnte ich euch schon helfen. Ich hoffe, ihr kriegt es schneller hin als ich. Ich werde es natürlich weiter probieren, aber ich denke mal, hinkriegen werde ich es auf jeden Fall. Es ist halt nur die Frage, wie lange dauert's. Und euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen, gerne auch meinen Creator Code eintragen. Gruß geht an die 37 Leute raus, die ihn schon eingetragen haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.